Recht herzlich willkommen zur 235. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen die drei noch da oben zurückschicken. Die war, ja, die drei, da haben wir einen in die Kapsel gesteckt und, ja. Jetzt müssen wir gucken, wo das ist. Hier Minus V6, einer davon wird sein, ne? Wir sitzen da drinnen, einer, dann ist das falsch. Jetzt müsste man natürlich gerade mal wissen, welches ist. Manfred Nelster, ich glaube, das war jetzt das. Dann können wir da mal in den Flug reinspringen. Und die drei müssen wieder nach Kerbin zurück, ne? Und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Da ist das Teil vom letzten Mal, alles ist gut. Karte. Und wo ist Kerbin? Da hinten wohl irgendwo, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Machen wir erstmal hier ein Manöver hin. Und das war schon mal falsch. So. Wo kommen wir denn dann da hin? Da geht die Reise ins Nirgendwo, ne? Ich glaube, da ist es dann schon am besten, ne? Ja, das sieht immer so aus, dass das Falsche ist, ne? Also wir müssen ja auf jeden Fall zurück, ne? Das ist schon mal klar. Und das machen wir hier eigentlich, oder? Und das ist jetzt hier. Haben wir da was Falsches ausgewählt? Auch cool, ne? Machen wir den Trümmer wieder weg hier, den wollen wir nicht auswählen. Wir wollen unsere Apoapsis oder was auch immer ist. Periapsis, nicht Apoapsis. Die wollen wir gerade mal anschmeißen. So, und die muss jetzt mal kleiner werden. So sieht das doch schon ganz gut aus, oder? hundert. 67. Sechzig, 50. So, und dann sind wir schon ungefähr da. 46, ich glaube 44 war das Optimale, oder wie war das, ne? Gucken wir mal, das war 44 vielleicht noch erhalten. Na, das war jetzt natürlich dann wieder zu viel, ist klar. Gucken wir, dass wir auf 44 kommen. Passt. So können wir das lassen. So, das heißt, wir müssen da jetzt fliegen. In 4 Stunden. Und so viel runterlassen. Das heißt, wo kann ich denn hier? Ach, da kann ich hinklicken, glaube ich. Ne? Und dann kann ich Warp to Next Manöver. Und dann passt das schon mal. Okay, der dreht dann um, oder wie sehe ich das? Ist das so? Haben wir so viel? Gute Frage, ne? Ach nee, wir sind
Hier unten, ne? Oder wo sind wir? Ne, da hinten sind wir schon. Passt schon. Naja, ist jetzt so. Dann zu dem blauen Marker. Zu dem blauen Marker hin. Bisschen links, bisschen hoch noch. So. Tiefer. Bisschen rechts. Jetzt ist noch die Frage. 358 haben wir, 319 sind drin. Alles klar, dann geht das. Ja, machen wir jetzt einfach und fertig, ne? Und dann kommen wir da schon hin. Jetzt drehen wir natürlich das Ding um, aber das ist jetzt auch egal. Minimal abrücken da. 170. Hundertneunundzwanzig, 90, 90. Naja, jetzt haben wir es ein bisschen versaut vielleicht. Sup. Müssen wir mal gucken, wo wir da sind. Ach so, wir müssen zu... Ja, hin, ne? Damit wir das sehen, was da gerade passiert oder nicht passiert, ne? Ich sehe jetzt nicht unsere tatsächliche Flugbahn. Ich glaube, wir kommen schon runter, ohne dass da... Wird werden, ne? Würde ich sagen, oder? Wenn wir jetzt mal umgekehrt gehen, weil ich sehe jetzt keine Apoapsis mehr, ne? Ist vielleicht nicht so prickelnd, ne? Periapsis. Da ist sie wieder. So, lassen wir sie. Dann passt das schon. Okay, dann lassen wir die erstmal ein bisschen fliegen da und gucken nach anderen Gefährten, die da noch sind. Und dann gehen wir hier ins Dingens zurück. Warte mal. Ins Space Center. Und schauen, wen wir da noch unterwegs haben. Müsste ja noch irgendwo einer fliegen, oder? Wir hatten ja vorhin noch den Einzelnen. Der muss ja irgendwo noch einen Punkt haben. Oder? Denke ich mal schon, ne? Wir haben keine Rakete losgeschickt ohne Besatzung. Das haben wir nicht gemacht, ne? Weltraumschrott aus. Schiffe haben wir noch, Außenbordeinsätze haben wir nicht. Das ist alles aus und wir haben nur noch das hier. So, er hier, ne? Der war doch einzeln, oder? Areni Kerman, wo fliegt denn der hin? Wo ist der? Was hat der vor? Das ist die Frage, ne? Der soll noch zwei abholen, glaube ich, oder? Das war so der Gedanke. Dafür müssen wir gucken, wo der überhaupt hinfliegt. Sieht jetzt gerade so ein bisschen interessant aus, weil hier ist nicht so ganz so viel ausgewählt, oder? Der dreht sich hier irgendwo lang. Was war seine Aufgabe? Das ist hier die Frage. Ich glaube, der ist irgendwo unterwegs gewesen und hat sein Ziel leider, seinen Flug nicht gekriegt. Kann er sein? Weil der fliegt ja auch schon wieder hier zurück. Ich glaube, der war hier irgendwo in der Nähe des Mun oder wer da auch immer ist, Minmus, und sollte wen abholen und hat das nicht geschafft, oder? Kann er sein? Ja, das könnte gut sein, ne? Save Tibet Kerman or cover Tibet Kerman. Terminal from orbit of Kerman. Build a new orbital station around Minmus. Satelliten positionieren.
Rescue Bushwheat vom Orbit und Minmus. Das Rette Bushwheat haben wir schon gemacht. Save Deathward haben wir schon gemacht. Also die müssen nur noch landen, ne? Hier, Position Satellite in a Specified Orbit of Duna. Da sind wir, glaube ich, unterwegs. Wir Rescue Junggard vom Orbit of Minmus. Ja, das könnte sein, dass er hier dafür unterwegs war. Und das ist dann jetzt nicht mehr so. Ja. Weil der fliegt ja so, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Der ist ja auf dem Weg. Gucken wir mal gerade. Der richtet sich jetzt nach da aus. Und das ist der Rückweg zum Körben. Saft ist da auch nicht mehr viel drin. Also irgendwelche Versuche, glaube ich, scheitern da dran. Jetzt ist die Frage, was er noch machen kann, ne? Da gab es natürlich irgendwen noch. Oder vertue ich mich jetzt? War noch einer in der Atmosphäre, also um Körben rum unterwegs? Ja, der hier. Save T-Bird Kerman. Das wäre höchstens der Punkt, dass man den noch kriegen könnte mit ihm hier. Aber dafür müssten wir erstmal dahin, dann weniger Löffel brennen und dann gucken, wie es weitergeht, ne? Aber ich glaube, das ist mit ihm hier etwas schwierig. Da ist einfach zu viel Saft, glaube ich, drin. Zu wenig Treibstoff drin, ne? Weil wenn wir diese Kurve da hinten wieder zurückholen, können wir ja mal gerade ausprobieren. Obwohl, so viel ist es gar nicht. Habe ich jetzt gedacht, dann braucht er viel, viel mehr. Es ist aber schon so wenig, dass wir das nicht mehr schaffen. Das heißt, er kann nur noch landen. Ja, dann müssen wir ihn da retten. Ja, das bedeutet, dieses Manöver können wir mal gerade rauskicken. Ah, jetzt kriege ich das nicht. Und dieses Manöver müssten wir dann mal gerade anfliegen. Ah, jetzt ist da noch eins. Mach das mal weg. So weg. Und das hier ist seine Bahn, die wir dann ja wohl zurückholen müssten. Die aber jetzt hier tendenziell wahrscheinlich unlösbar ist, oder? Die kannst du wieder ausmachen. Ja, jetzt ist er aus. Weil die will ich gar nicht wissen. Ich will ja die wissen. 146. Jetzt müssen wir den Punkt da noch haben. Ja, 215. So. Das ist denn das, was wir bei ihm jetzt hier korrigieren müssen, damit er landen kann, ne? Ja, ist nur die Frage, ob das jetzt so, ja, macht. Also ich gehe von aus, dass er den hier verpasst hat, den Minmus, um da noch Leute zu retten. Hier den, keine Ahnung wie er heißt, Junggard oder so ähnlich. Den sollte er da wahrscheinlich abholen. Junggard. Und das hat dann nicht geklappt. So, deswegen müssen wir gucken, wer wo ist. Ja. Das sind alles Kapseln, die hier belegt sind, oder wie?
Marthas Kapsel. Klerets Wrack. Gibis Kraft. Das sind alles, glaube ich, leere Dinge, ne? Wer ist das denn jetzt hier? Minmus V6. Achso, das ist er. Das ist ein Wrack. Wrack. Winfrieds Kraft. Ich glaube, die sind aber alle schon hier so gut wie. Der ist Tibets Raumschrott. Ne, ist auch schon Raumschrott. Ja, muss mal gucken, ne? Stand da was? View in Tracking Station. Ne, wollte ich nicht. Switch to geht. Ist denn einer dann? Wenn Switch to geht, dann können wir das Ding doch als Debris umbenennen, oder? Da sitzt doch keiner drin, oder? So, dann wenn wir den umbenennen können, dann müssen wir mal gucken, was mit den anderen noch passiert, oder? Das ist die Kerbin Station. Switch to. Debris ist doch dann Schrott, oder? Versetze Crewmitglieder. Da kann ich ja leider nichts mehr machen. No crew on part. Ja, schade, ne? Da kann ich leider nichts mehr ändern. Leer. Gut, das wird dann so bleiben müssen. Space Center. Ja, da gibt's natürlich dann irgendwelche Mods, die das dann machen, dass man das wegkriegt, ne? Jetzt ist nur die Frage, eben waren es 17, ne? Oder vertue ich mich jetzt da? Da müssten es ja jetzt nur noch 16 sein, wenn... Ne, es sind immer noch 17. Tibets Raumschrott. Kann man das irgendwie hier ändern? Nein, ne? Doch, da geht. Kann ich da Debris hinschreiben? Akzeptieren. Das ist jetzt die Frage. Also könnte natürlich sein, dass ich das nochmal neu laden muss. Discovered 24,000 ago. Die ist dann ja auch leer, oder was? Okay, akzeptieren wir. Da sitzen aber welche drin, ne? Ja. Also ist er drin. Hier ist auch noch jemand drin. Und das ist Tomdons Kapsel. Köln-Station ist klar. Minmus V6. Die fliegen jetzt gerade nach Hause. Das ist Kleres Wrack. Debris. Anschatz Wrack. Debris. Da sitzen wir hier drinnen. Da nicht. Wenn da keiner drinnen sitzt, ne? Was ist? Ach so, das ist alles klar. Das war ja so eine Geschichte. Da haben wir welche abgeholt, die wir dann nicht mehr zurückfliegen konnten, ne?
Dann mach das mal auch in Debris raus. Okay, Defords Fahrzeug. Ist auch nichts mehr drin. Akzeptieren wir. Und da ist auch nichts. RNS Kapsel. Also auch Debris. Passt. Gibby's Craft ist auch leer. Jetzt will ich da dahin. Na super. Das wollte ich natürlich nicht. Wäre so schön einfach gerade gewesen, ne? Ich sehe Gibby's Craft gar nicht da. Dann können wir es auch hier gerade machen, wenn wir schon da drin sind, ne? Aber wenn ich das ja ändere hier, ne? Dann Lander, Station, Satellite, Rover, Basis, Raumschrott. Ist das Raumschrott? Das ist jetzt die Frage, ne? Okay, gehen wir raus. Wo ist er? Da ist er, hier nochmal rein. Ja, da ist einer weniger geworden. Na, schade, ne? Das bedeutet, hier kann ich zwar... Doch, kann ich auch Raumschrott angeben. Dann ist das doch erledigt, oder? 15. Dann geht das bei allen, oder was? Das ist ein Vessel, we do not own. Okay. Dann geht das ja auch nicht. Da sitzen welche drinnen, ne? Oder wenigstens einer. Aber wenn das Tomfords Kapsel ist, dann können wir da auch einen Debris rausmachen. Ja, immer weniger dann, ne? Hier sitzen wir hier drin, da nicht. Ist schon akzeptiert. Und da sitzen wir hier drin. Das ist Raumschrott, akzeptieren wir noch. Akzeptieren wir auch. Auch Schrott. Ah, jetzt haben wir drauf geklickt und dann geht er dahin. Alles klar, haben wir wieder falsch gemacht. Passiert halt. Zack, wieder raus. Wieder rein. Sind wir wieder im Startbildschirm. Hier nochmal hin. Den konnte ich nicht, ne? Kann ich zwar umbenennen, aber ich kann nicht hin. Den kann ich auch nicht, weil ich nicht ohne. So, das sind drei drinne. Oder einer. Da ist einer drin. Da ist Besatzung. Da ist Besatzung. Da ist keiner. Aber es ist hier farblich so passend gekennzeichnet, dass das auch durch ist.
Brauch ja gar nicht umbenennen dann, ne, oder? So. Und jetzt noch Marthas. Dann gehen wir da auf 6 runter und auf der linken Seite auf 44, ne? Passt. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 6 Sachen nur noch hier. Die beiden können wir leider nicht mehr ändern. Da haben wir irgendwas falsch gemacht. Und das auch nicht. Können wir nicht hin, weil wir nicht ownen, oder wie war das? Okay, aber das sind ja schon mal weniger dann, viel weniger. Dann haben wir hier schon eine bessere Übersicht. Gut, okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Und dann würde ich auch sagen, sind wir erstmal durch für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Falls ihr der Folge etwas abgewinnen könnt, dann gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare sind zum Kommentieren da. Und da schreibt rein, was euch gefallen hat, was nicht, was wir machen können und so weiter und so fort, ne? Ja, wisst ihr Bescheid, alles klar. Ciao.